Eine Premiere der besonderen Art. Am Seecampus in Schwarzheide startet das erste Familien-Open Air. Und während sich's der eine in der Nähe der Bühne vor dem Seecampus gemütlich macht, gibt's im Innenhof ein klitzekleines bisschen Lampenfieber. Seid ihr aufgeregt? Ein wenig, aber es geht. Es gibt ja doch ein paar Startschwierigkeiten. Ein bisschen, aber wir üben sehr viel und es macht uns auch riesigen Spaß. Und, und ist hier ein bisschen Lampenfieber? Na, es hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Ja. Hedda Worrasch, Giette Pönsken und Marlena Geisler sind nur drei der jungen Künstlerinnen, die heute ihr Können zum Besten geben. Und dann sind auch sie schon dran, die Jungen und Mädchen vom Jugendchor des Emil-Fischer-Gymnasiums. Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich so sehr gesetzt. Von außen wurde ich halb wie Stein, und doch hat man mich auch verletzt. Der erste Auftritt nach 1,5 Jahren Corona-Pause mit nur einer richtigen Probe vorher. Kann man da als Chorleiterin zufrieden sein? Wir haben jetzt schon jeweils zwei Weihnachtskonzerte nicht mehr durchführen können und auch keine Sommerkonzerte mehr. Sind Sie heute zufrieden? Ja, dafür, dass wir erst ein einziges Mal geprobt haben und ganz, ganz viele ehemalige Schüler mit dabei haben, sind wir eigentlich ganz gut zufrieden. Währenddessen amüsieren sich die ganz Kleinen draußen vor der Bühne. So, ja. So, ja. Das macht er nicht und krach, wir wollen in Ruhe fallen. Mit schlafwandlerischer Sicherheit schafft es Clown Lulu, sich in die Herzen seiner kleinen Zuschauer zu singen und zu reden. Sogar die Mamas und Papas unterliegen seinem Zauber. Hallo. Ich nehme mein Gold zurück. Kinderprogramm, wie finden Sie es? Ist sehr schön und unterhaltsam und auch die Kinder, die können auch hier sehr viel und mitmachen so und so. Also, sagst du mir mal, wie dir der Clown gefällt? Hallo Sultan. Weiß ich nicht. Ach, weißt du nicht, warum? Hast du noch nicht zugehört? Habt ihr gute Laune? Ja! So, jetzt rufen wir uns allen. Everybody! Wir machen indes einen kleinen Rundgang über das Gelände des Seecampus. Egal ob Glücksrad, Torwandschießen, Volleyball. Beim großen Löschangriff der Kids müssen sogar wir in Deckung gehen. Und am Oldtimer-Parcours ist die Formel-1-Generation von morgen gerade gestartet. Und was denkst du, welcher Platz war das jetzt? Fünfter. Fünfter? Na ja, wir gucken mal. Und du? Wie vielen Platz hast du jetzt? Vierter, glaube ich. Nee, ich glaube, er ist Sechster, weil er nach mir ist. Okay. Andere wiederum genießen die schönen Seiten des Lebens mit Abstand und Draufsicht. Jetzt bei strahlendem Sonnenschein, das erste Familien-Open Air hier auf dem Gelände. Wie sind Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Der Wettergott ist auf unserer Seite. Wer hätte das gedacht? Gestern kalt und leichter Nieselregen, morgen Regen. Heute scheint in Schwarzheide die Sonne. Die Familien begrüßen es und nehmen zahlreich teil. Das freut mich ganz besonders. Auf der Bühne bekommt die G Würfelzucker inzwischen tatkräftige Unterstützung von Mike Maverick und Mr. George. Und ja, ganz offensichtlich ist Mr. George aus Amerika ein ganz besonderes Kaliber. Die sind ganz schön teuer. Und Sie? Hast du so 4 Euro? Nein. Womit hast du bezahlt? Kreditkarte. Der Mann von Welt besitzt Kreditkarte. Wessen hast du denn genommen? Deine.
Und während Mike von Mr. George noch die eine oder andere schlimme Wahrheit erfährt, formieren sich Lehrer und Schüler des Gymnasiums zur Premiere in der Premiere. Christoph Schmidt verrät es uns. Ja, jetzt hören einige zu. Was ist denn das? Flashmob? Ja, eine ganz neumodische Angelegenheit. Ich habe mir das auch erklären lassen. Flash wie Blitz und dann tobt der Mob. Ja, das kennt man vielleicht noch als alte Redewendung. Viele Schüler und Ehrenamtler und Lehrer auch des Gymnasiums wollen sich hier ja, künstlerisch darstellen. Es ist ja ein Schulstandort mit 800 Schülern, bis zu 200 Pädagogen, zwei Schulen, die wir hier haben. Nicht nur das Emil-Fischer-Gymnasium, sondern auch das Oberstufenzentrum Lausitz. Und damit man ungefähr eine Ahnung hat, ja, wie viel das sind, werden die alle auf einmal auf den Festplatz strömen und bei einiger Musik ein paar Choreografien tanzen. Das große Finale. 150 Schüler und Lehrer tanzen zum Schwarz-Seide-Song. Das macht Gänsehaut-Atmosphäre pur. Ein großes Gemeinschaftsgefühl ist zu spüren bei diesem gelungenen Schwarz-Seider Familien-Open-Air. Und nein, es wird auf keinen Fall eine Eintagsfliege bleiben.